So, weiter geht's in Minecraft. So, letztes Mal hatten wir hier angefangen, das Lager zu bauen. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch noch ein bisschen weiterführen. Gucken wir mal hinter, wo wir rauskommen, würde ich sagen. Ich hatte ja vor, den ganzen Boden hier aus Kobbel zu machen. Da das gar nicht mal so schlecht aussehen tut. Ich muss euch entschuldigen, dass wir gerade leider jetzt ein Part gerade ohne Musik. Irgendwas funktioniert da nicht. Ich will jetzt auch gerade nicht hin und her wechseln. Nicht, dass die Aufnahme hier abbricht. Das wäre nicht so toll. Dann gibt es leider diese Folge ohne Musik. Dafür ab nächste Folge gibt es wieder mit Musik. Das wird dann jetzt auch eine Ausnahme bleiben. Das wird nicht so oft vorkommen. Okay, vielleicht kriegen wir doch noch ein bisschen Unterhaltung rein. Indem ich mal gucke, genau. Ja. Bisschen Minecraft-Musik, wenn es abspielt. Super. So, dann bekommen wir ja so langsam einen schönen Lagerraum, wo wir dann auch geordnet unsere Sachen unterbringen können und wir dann auch nicht immer lange suchen brauchen. Das ist ja eins der größten Probleme, die wir haben. Das war die ganze, zumindest ich, dass ich die ganze Zeit immer suchen muss. Und so wird das dann halt hinterher nicht der Fall sein. Ich gucke gerade. Wir bräuchten eigentlich noch ruhig nochmal Schaufeln. Eine Axt können wir erstmal hier hinpacken. Ja, eine erstmal. Für den Gravel hier. Okay. Wie gesagt, Gravel finden wir echt viel dafür. Und dann können wir wirklich die Stadt mit den Wegen damit auspflastern. Das ist auch nett. So, supi. Okay. Voilà. Und so können wir auch unter den Steinen nochmal gucken, ob wir hier irgendwie Eisen oder so finden oder vielleicht Kohle oder vielleicht sogar was Wertvolleres. Ich weiß es nicht. Ich glaube zwar auf der Ebene hier noch nicht, aber man, vielleicht weiß ich nicht. Ist mir noch nie passiert, dass das auf so einer Ebene schon was Gutes kommt. Allerdings, ja, weiß ich nicht. Könnte vielleicht sein. Ich habe immer gute Hoffnung darauf. Und dann werden die Hoffnungen meistens zerstört dadurch, dass man nichts findet. Oder dass man die Hoffnung quasi herausfordert. Dass man sagt, ach, da wird schon was sein. Ja. Und dann so eine Art denkt, okay, die Hoffnung hat mich gerade verarscht. Okay. So. Supi. Ah, sieht doch ganz chillig aus hier schon, oder? Die Wand kommt natürlich auch aus Kobbel. Das sieht dann am besten aus. Okay. Das Praktische ist eigentlich, was wir hier haben, ist, dass wenn wir ja Steine abbauen, dass wir ja gleichzeitig den Stein wieder hinsetzen. Das heißt, wir machen eigentlich plus minus null. Sei denn, es ist dann jetzt hier irgendwo, wo Gravel drin ist, dann müssen wir da halt noch ein Steinchen investieren. Ansonsten ist es plus minus null. Okay. Oh, die Eisenspitzhacke geht leider auch gleich den Grunde. Müssen wir nachher gleich mal zum Spawner hinten. Und gucken wir mal, ob wir da noch Eisenspitzhacken machen können. Hoppala. Der soll ruhig mit. So. Draußen ist es schon wieder dunkel, wie wir oben auf der rechts auf der Karte sehen. Und ja. Was habe ich denn hier eigentlich gemacht? Genau, den Boden habe ich auch gemacht. Mit Kobbel. Oh, da ist er kaputt gegangen. Okay, eine haben wir nicht noch hier drinnen. Nein, gut. Das heißt, wir gehen jetzt zurück und bauen uns erstmal ein paar neue. Brauchen dadurch erstmal Eisen am besten. Wir können auch ruhig Steine nehmen. Dauert zwar ein bisschen länger mit den Abbauen dann, aber oh mein Gott. Haben wir da noch was drinnen? Oh, da klopfen welche wieder auf. Okay, das war dann ein bisschen leck eben, aber ein gewaltiger. Okay, wir haben hier noch ein paar Eisen. Was machen wir denn daraus? Wir machen oh, drei. Ja, komm, wir machen zwei Stück ruhig raus, das reicht.
Ja, ich würde da gerne mal oben hingehen und denen die Meinung sagen, dass die da nicht anklopfen sollen. Das ist immerhin spät abends. Kennt auch keine Ruhezeit anscheinend. Okay. Dann kommt das da. Und das da rein. Ich denke mal, wir lassen jetzt noch ein bisschen was hier. Denn falls wir wirklich mal sterben oder so, dann... Ja, dann... Haben wir das alles hier, würde ich sagen. Okay. Moment. Das nehmen wir einmal mit. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Die eigentlich auch. Ich weiß gar nicht, warum ich die eben zurückgepackt habe. Egal, okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Ja, wir wissen, dass ihr da oben seid. Machen die ganzen Türen da oben kaputt. Lauf, 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 lauf. Okay. Ich überlege gerade. Können wir ruhig so machen. Auch so machen. Dann braucht man natürlich aber auch jetzt nebenbei noch die Axt. Oh, eine Truhe hatten wir hier hingepackt. Und ich weiß auch noch nicht, wo die Schilder kommen. Vielleicht kommen die hier dran. Also jeweils unten und jeweils oben. Und damit Pfeilen gekennzeichnet. Gucken wir mal. Zumindest erstmal soll das Lager stehen, um zu gucken, wie wir das auch einteilen. Ich möchte schon auf einer Seite Kobbel zum Beispiel haben. Und auf der anderen Seite dann zum Beispiel Holz. Nicht, dass das dann so quer durch ist, dass man dann dennoch, obwohl man so ein tolles Lager hat, lange suchen muss. Okay. Würde ich sagen, bauen wir hier nebenbei weiter noch ab. Ich weiß zwar nicht, wie weit wir das Lager ausdehnen, aber erstmal soll das ruhig ein bisschen was werden. Wir wollen ja auch Stauraum haben. Ich habe eigentlich vorgehabt, erstmal unter der ganzen Stadt, aber vielleicht kann man dann auch noch so Höhlensysteme zu so einer U-Bahn oder so bauen, dass die uns in die nächste Stadt zum Beispiel bringt oder so. Weiß ich ja noch nicht. Müssen wir mal gucken. Okay, dann wird zumindest der Stauraum hier erstmal so größer. Und wie wir dann wieder an die Oberfläche kommen, weiß ich auch noch nicht. Aber vielleicht dann irgendwie mit einer Leiter oder so. Oder mit so einer Drehtreppe, wollte ich schon sagen. Die man künstlich nach oben baut. So. Gucken wir mal. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja jetzt, glaube ich, erst... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher jetzt, was das für eine Folge gerade sein müsste. Ich glaube 27. Und haben ja Zeit. Läuft ja nicht so schnell weg. Piep. Da ist irgendwo eine Fledermaus. Ist die hier bei uns drin oder ist die in irgendeinem Nebenraum? Das ist doch bestimmt irgendwie so ein Nebenraum mit ganz vielen Monstern. Kann ich mir gut vorstellen. Stauraum schon richtig erweitert. Aber in der Folge schon wieder viel geschafft, würde ich sagen. So, nebenbei baue ich den Boden noch aus. Der darf ja auch nicht fehlen, der Boden. Aber ich dachte schon, da geht es jetzt so eine Höhle runter. Das ist ja schlimm gewesen. Und es wird irgendwie auch gar nicht mehr hell, oder wurde es jetzt mittlerweile schon wieder dunkel? Habe ich gar nicht drauf geachtet, seht ihr? Passiert, wenn man beschäftigt ist hier mit dem Bauen. Okay. Supi. Dann kommt hier die nächste Lagerung dran. Wir müssten ja rein theoretisch, ich gucke mal kurz. Mit X muss man ja gucken. Es ist genau unter der Mauer. Vielleicht können wir ja die Treppe in diese Mauer reinbringen hinterher. Dass man die Mauer halt, wenn man die Stadt betritt. Die Mauer wollte ich schon sagen. Wenn man die Stadt betritt, dass man die Leiter nicht direkt sieht. Und dass man dann halt, wenn man hier runter möchte in diesen Stauraum, in diese Mauer halt rein muss. Weil ich wollte die Mauer auch, glaube ich, 3 oder 4 breit machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und dafür wäre das ja optimal eigentlich.
Okay. Ich höre hier voll viele Fledermäusli. Bin ja mal gespannt, wo die herkommen. Und ob die Schleimis noch da sind, die wir da gehört hatten, der eine Folge. Schon etwas länger her. Aber da hatten wir ja Schleimis hier irgendwie gehört. Und gucken wir mal. Ich höre aber auch was anderes. Piep, piep. Wie so eine kleine Maus. Piep, piep. Okay, so, das würde, denke ich mal, jetzt erstmal genügen, dass wir hier nicht die ganze Zeit den Dings waren. Jetzt würde ich sagen, bauen wir mal. Ich überlege gerade. Am besten, damit das auch optisch dazu passt, weil ich muss mir ja irgendwie was einfallen lassen. Machen wir gleich richtig zwei Stück. Wir brauchen da ja ein paar von. Und zwar bauen wir die dann auch hier oben hin. Oder? Kann man das an? Ja, das kann man anbieten. Das kann man anbieten. Okay. Dann kommt hier dann die nächste Wand hin. Da. Da müssen wir dann halt noch weiterbauen. Gut. Aber eins nach dem anderen. Jetzt würde ich sagen, bauen wir hier die Wand da aus. Da müssten wir ja noch weiterbauen. Suppi. Kommt das wieder hin. Die Fackeln können wir ruhig hier dran bauen, wie ihr gesagt. Hier müssten wir dann rein theoretisch noch weiter nach da bauen. Das werde ich jetzt mal kurz machen. Wollte eigentlich nicht mehr so viel mit der Mauer hier bauen, aber müssen ja weiter vorankommen irgendwie. So. Wenn da noch ein Spawner ist, dann lache ich mich kaputt. Weil dann hätten wir hier zwei Spawner in der Nähe und wäre auch nicht schlecht. Weil mal jetzt, wir haben ja einen Zombie-Spawner, das wäre jetzt ein Spin-Spawner vielleicht oder ein, weiß ich nicht. Skelly-Spawner? Wäre auch nicht schlecht. Ja, wie ihr seht, ich bin gerade ein bisschen planlos. Ich gehe halt. Oh, da ist die erste schon wieder kaputt. Ich gehe halt von einer Seite zur anderen Seite. In dieser Höhle, um einfach auch viel zu schaffen. Und so wie es aussieht, wird es gerade dunkel draußen. Ja, wird es nämlich gerade heller draußen. So wird ein Schuh draus. Und so wie ich höre, gehen die Spinnen und die Viecher gerade drauf. Genau. Man hört es. Ich glaube, die gehen gerade baden. Beschweren sich. Okay. So, das wird dann zwar leider nur eine Folge, die nicht so ganz so spannend ist, da ja auch keine Musik ist und da ich gerade wenig kommentiert habe, fällt mir gerade so auf. Aber was soll man auch schließlich machen bei nur dem Boden und die Wände hier ausbauen? Aber es wird auf jeden Fall in den nächsten Folgen wieder spannender und gucken wir mal. Ein bisschen verbringen wir hier noch, dass wir hier noch den Boden weiter bekommen. Dass das hier dann hinter kein Problem mehr wird. So, dann haben wir zumindest erstmal bis hierhin komplett fertig. Okay. Da ist noch ein Einzelstein, den ich gleich noch wegmache. So. Natürlich müssen wir dann hier nicht vergessen, ab und zu noch ein paar Fackeln hinzusetzen. So. Okay. Die Decke müssen wir rein theoretisch auch machen. Das Problem wird jetzt nur allerdings sein, die Monster sind da gerade draußen und ich bin gerade nicht scharf, wenn ich jetzt die Decke aufreiße, dass die ganzen Monster da reinfallen bei uns. Das können wir ruhig machen, wenn das dann wieder soweit ist, dass es keine Monster mehr draußen gibt, beziehungsweise die nicht angriffslustig sind. Und das wird doch wahrscheinlich aber auch erst ein paar Minuten sein. In der Zeit bauen wir mal hier so weiter. Derzeit. So, zack. Zack. Ich würde sagen, hier kommt noch einer hin. Dann kommt
Unterm Eingang? Oder nee, hier kommt dann schon die Leitern hoch. Vielleicht mache ich zwei Leitern, dass das ein bisschen besser geht. Vorher hole ich mir Holz, aber bevor wir das in der nächsten Folge weitermachen, beende ich erstmal die Folge, so meine ich das. Und baue dann in der nächsten Folge weiter. So, wir haben tatsächlich schon Level 27, ey. Ist nicht schlecht. Okay, wir nehmen aber erstmal nur den hier ruhig mit, oder? Oh, komm, nehmen wir nochmal so ein paar davon mit. Und ein paar auch noch von mitnehmen, dass wir hier nicht immer hin brauchen. Versteht er? Die können wir eigentlich auch mitnehmen. Okay, kann nicht schlafen, es ist Tag. Okay, dann verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch vielleicht doch ein bisschen gefallen oder halt auch nicht. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.